Im Prozess in München um den Dieselskandal bei Audi hat der angeklagte Ex-Firmenchef Rupert Stadler am Dienstag erstmals selbst ausgesagt. Stadler sagte, seine Arbeit sei von viel Stress und Zeitnot geprägt gewesen. Viele der zahlreichen Mails an ihn habe er nie gesehen. Termine seien oft verschoben oder abgesagt worden. Er erinnere sich nicht daran, dass er persönlich mit dem Problem der Abgase konfrontiert gewesen sei. Gerichtssprecher Florian Glewitzki sagte am Dienstag in München zu diesem Prozess: Also dieses Verfahren ist ja alles andere als trivial. Wir haben es mit sehr vielen technischen Fragen zu tun. Das Gericht hat deswegen eine sehr umfangreiche Beweisaufnahme geplant und diese Planung reicht bis in das kommende Jahr hinein. Stadler muss sich seit September als erster Topmanager aus dem Volkswagen-Konzern vor dem deutschen Gericht wegen Manipulationsvorwürfen in Sachen Abgaswerte von Dieselfahrzeugen verantworten. Die Münchner Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, nach dem Auffliegen des Skandals im Jahre 2015 den Verkauf der betroffenen Fahrzeuge nicht gestoppt zu haben. Es war erwartet worden, dass der 57-jährige Stadler die Vorwürfe vor Gericht zurückweisen würde. Seine Verteidigung hatte schon zum Auftakt des Verfahrens betont, alle Entscheidungen seien im Audi-Vorstand gemeinsam getroffen worden.